Hallo liebe Zuschauer, heute hat es mich hier in Oldenburg zur Universität ins Unikum verschlagen. Hier finden gerade die Proben statt zu einem Stück, das heißt Histani, böse Herrscher, heilt man nicht. Und wer hier so krank neben mir liegt, das ist der Justin. Justin, du bist der Regisseur. Ganz genau. Hast du auch das Stück geschrieben oder wo kommt's her? Ja genau, ich habe es geschrieben und dann hier Regie geführt. Und das heißt, du warst auch mal krank, kranker Herrscher, warst im Krankenhaus und dann hast du es geschrieben oder wie bist du dazu gekommen? Ja genau, so ungefähr war's. Nee, also ich habe mir halt Gedanken gemacht, was passiert eigentlich, wenn man bösen Menschen, wenn böse Menschen auch mal Hilfe brauchen. Und dann kam so die Grundgeschichte, was ist eigentlich los, wenn mal so ein Diktator in ein Krankenhaus kommt? Sollte man ihm eigentlich helfen oder nicht? Und in dem Stück geht es hauptsächlich um diesen kranken Diktator, der heißt wie? Histani ist sein Name. Ah, der heißt auch genau, so. Genau, der heißt Ayospe Histani und ist Diktator eines kleinen pazifischen Inselstaats namens Nanakia. Das ist ein Staat, der hauptsächlich durch seine Ananasproduktion bekannt ist. Und ja, er gehört jetzt nicht zur großen High Society der Diktatoren, aber er ist ein ganz eigener Vogel. Wie krank muss man denn sein, auf solche Namen überhaupt zu kommen? Ja, Ayospe Histani ist eine Zusammenstellung aus verschiedenen Namen. Histani besteht aus Hitler, Stalin und Mussolini. So kommt der Name zustande. Ja. Und dieses Land, wo er regiert, wo liegt das genau? Das liegt in der Nähe von Hawaii. Also das gibt es auch nicht tatsächlich, aber in unserer Vorstellung spielt das in der Nähe von Hawaii. Und der Diktator hat Urlaub auf Hawaii gemacht und ist dabei böse auf den Kopf gestürzt und muss nun in einem maroden alten Krankenhaus in der Nähe behandelt werden. Jetzt habe ich ja schon gelesen, dass die Opposition, seine Gegner, also schon immer der Meinung waren, er ist sowieso schon auf den Kopf gefallen. Genau. Also gerade wenn man ihn sieht, ist eigentlich klar, der hat sie nicht mehr alle und lebt überhaupt nicht mehr in unserer Zeit. Also er hat er hat eine kleine Privatarmee, er beschäftigt Kinder, er hat eine 15-jährige Ehefrau. Er lebt in seinem ganz eigenen Reich, komplett abgeschieden von der Welt. Also ein sehr verrückter Kerl. Und wie lange hast du an dem Stück gefeilt? Du sagtest mir vorhin, das geht 90 Minuten. Ja genau, 90 Minuten geht's und ich habe ungefähr im Oktober angefangen, das zu schreiben. Und dann war ich so im März erst fertig. Da hatten wir sogar schon angefangen zu proben und dann so roundabout ein halbes Jahr. Und die Leute, die ja jetzt mitspielen, sind alles so aus deinem Bekanntenkreis oder wie hast du die gefunden? Genau, wir sind ja hier am Unitheater, eine ganz große Truppe von aktiven Leuten, die immer mal wieder in verschiedenen Stücken mitspielen und deswegen habe ich da einfach mal aus dem Vollen geschöpft und verschiedene Leute angesprochen, ob die Lust hätten, da mitzumachen. Haben natürlich so ein bisschen geguckt, passt das von der Optik her, so wie ich mir das vorstelle? Könnten die das so spielen, wie ich mir das vorstelle? Und das war eigentlich dann eine runde Sache, die Rollenfindung. Und wann ist Premiere hier? Premiere ist am 30. Mai. Also nur die eine Vorstellung oder gibt es noch mehr? Es gibt insgesamt 6 Vorstellungen, inklusive der Premiere. Also wir spielen noch bis zum 20. Juni. Ja, das wäre aber auch mal was fürs Oldenburger Staatstheater, oder? Ja, eigentlich würde ich auch mal sagen, dass, also vielleicht wenn Sie das hier sehen, dann wird mal angeklopft, hoffe ich. Einfach eine E-Mail schicken hier an die Leute, dann klappt das schon. Zeitpunkt des Todes, 16.15 Uhr. Ich verstehe das nicht. Fast 12 Monate. Dabei sah es in den letzten Wochen doch so gut aus. Sogar im Wachkoma hatten wir ihn mittlerweile. Und jetzt das. Und dann auch so kurz vor seinem Geburtstag. Wie bitte? Na, morgen. Wir hatten die Torte doch schon gekauft. Torte. Für einen Wachkoma-Patienten. Na, was weiß ich. Die Chefin hat mir gesagt, ich soll eine Torte besorgen.
Wir machen Überstunden, aber dafür ist Geld da? Der hatte doch seit seiner Einlieferung nicht mal Besuch. Und deshalb die Torte vorzuenthalten, wäre aber doppelt traurig. Ich bin es einfach leid. Jeden Tag 12-Stunden-Schichten zwischen zugeflickten Apparaten und Provisionen. Ah! So. Ja, die ist kaputt. Ich fass es nicht. Ich hab dem Hausmeister schon Bescheid gegeben, aber da musst du zuerst noch die Torte in den Kühlraum bringen. Für unseren kleinen Kühlschrank im Aufenthaltsraum war die leider ein bisschen zu groß. Die Torte ist sogar mit Aufschrift obendrauf steht. Sag mal, dreht sich hier eigentlich alles um diese verdammte Torte? Hat hier niemand etwas Besseres zu tun? Der Kerl lag im Koma. Ach, Koma. Du gleich auch. Jetzt komm mal wieder runter. Tradition ist manchmal eben mächtiger als Logik. Mhm. Vor allem, wenn die Tradition in diesem Hause von oben kommt. Nur, dass aus derselben Richtung auch die Finanzen verwaltet werden. Und, ehe wir es uns versehen, stehen wir auch auf der Straße. In den anderen Abteilungen wird doch schon seit Monaten gekürzt. Komm. Ja, natürlich. Wie gesagt, ich weiß, die letzten Monate waren nicht leicht, aber ich habe gute Nachrichten für Sie, für uns, für unser ganzes Krankenhaus. Denn ein überaus wichtiger Patient will sich bei uns hier behandeln lassen. Ja. Gute Nachrichten sollen das sein. Die Betten sind schon jetzt überbelegt. Naja. Für diesen Gast werden wir Platz schaffen. Und wenn ich Ihnen erst verrate, wer es ist, dann werden Sie ihm mit Sicherheit auch den roten Teppich ausrollen. Nur so viel. Er ist von großer Prominenz. Mehr darf ich im Augenblick nicht sagen. Das Ganze läuft offiziell unter dem Radar. Sein Manager oder so bat mich um äußerste Diskretion. Ja. Nun, ich kann Ihre aufgebrachte Haltung ja natürlich durchaus verstehen, aber... Dieser Meuter hat mich beinahe aus dem Wagen gezerrt. Mich, einen Staatsmann. Doch Sie müssen wissen, dass ich für die Sache mit den Fotos nicht verantwortlich bin, nein. Wer dann? Oberschwester Mona. Sind Sie ganz sicher? Voll und ganz. Wenn ich es recht bedenke, dann hat sie uns sogar überredet zu diesem Foto. Sie sagte sowas wie, damit die Welt endlich erfährt, wer in unserem Krankenhaus liegt. Ja. Und was gedenken Sie jetzt zu tun? Ja, also in diesem Krankenhaus möchte ich eigentlich nicht liegen. Da ist ja eigentlich nur eine Fachkompetenz, das ist die Oberschwester Hildegard. Nee, wer ist das? Oberschwester Mona. Oberschwester Mona. Sie sorgt so ein bisschen für Recht und Ordnung da oder wie läuft das? Genau, ich nehme das eigentlich alles so in die Hand und versuche, ja, tut mir leid, liebe Chefin, versuche, dass das Ganze hier vernünftig läuft, dass die Patienten gut behandelt werden. Wobei ich nicht mit jedem Patienten glücklich bin. Aber ich denke mal, wenn man einen prominenten Gast kriegt, Frau Oberärztin. Ja, das ist eine große Chance für unser Krankenhaus, ja. Wie viele Betten hat das Krankenhaus denn? Wir sind nicht so furchtbar groß. Also bei 45 wird es dann langsam etwas eng. Ja. Aber wir schaffen Platz. Also für wichtige Patienten werden wir Platz schaffen, ja. Jetzt haben Sie ja bisher noch nicht verraten, wer das ist. Sagen Sie mir denn, wer der Patient ist? Das darf ich doch nicht. Das läuft doch unter dem Radar. Wenn da die Presse von Wind erfährt, dann werden wir ganz gewaltige Schwierigkeiten bekommen mit der Regierung von Nanakia. Aha, da wissen wir aber schon mal, woher der kommt. Und wenn dieser Gast jetzt nicht kommt, wie geht's dann mit dem Krankenhaus weiter? So wie bislang. Also es wird nicht besser. Wir werden irgendwann zugrunde gehen und ich suche hier jetzt schon nach einem neuen Job. Aber erstmal noch Überstunden machen, ist das... Selbstverständlich. Schließlich, wenn ich mich aufopfere, warum sollen dann nicht auch meine Mitarbeiter sich aufopfern? Das ist also Aufopferung bei Ihnen. Ja, selbstverständlich. Ich habe jede Menge Geburtstage zu planen. Wie viele Wachkoma-Patienten haben wir, die mit Torten versorgt werden? Ich bitte Sie. Ja, bevor das jetzt hier ausartet, wir zeigen unten noch eben die Termine, wann zu sehen ist. Am 30. ist die Premiere. Es gibt noch mehrere Vorstellungen. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen.